Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge The Legend of Zelda. The Wind Waker. Ja, jetzt hat der Idiot das auch mal hinbekommen, um jetzt hier Rubine zu bekommen. Ach ja, den kleinen Schlüssel, stimmt, da war ja was. Oh nein. Komme ich jetzt hier wieder weg? Oh Gott sei Dank. Was soll das hier überhaupt? Nix. Okay. Naja. Ah. Dann können wir jetzt die Schlüssel benutzen. Gucken, wo uns das hinführt. Das öffnet sich ja wahrscheinlich, wenn wir da die zwei Dinger reinpacken. Verstehe ich jetzt nicht, wie das mit einem Mechanismus verbunden sein kann. Aber okay. Ah, natürlich, geht zu. War zu erwarten. Was? Jetzt kommt ein Boss? Oh, wäre das cool, wenn wir jetzt schon... Boss. Oh nein. Nicht ein Magier-Boss. Da muss ich doch so viel aimen. Gleich tot? Oh, ja. Oh Gott, hier geht ja richtig Party ab. Sehr gut. Den mal kurz eine geben. So, den kurz töten. Immer noch nicht tot. Jetzt aber. Weg, geh weg, lass mir in Ruhe. Eigentlich muss ich ja die richtig dicken erwischen, oder? Also was heißt die richtig dicken, also die da. Genau in dem Moment, ey. Das ist bitter. Ich lass die Dinger erstmal hier, bis ich ein bisschen Leben verbraucht habe. Schon wieder. Da! So. Und jetzt hau ich. Da war Leben. Oh Gott! Wo ist hier denn überhaupt irgendwer? Oh Mann! Aus Versehen. Gegengekommen. Ja, er ist da weg. Feder ziert. Jo, wieso ist denn da drin? Das ist cool. Nehmt doch nicht den Scheiß auf! Komm runter da, Drecksvogel. Klappe jetzt. Wo ist er? Immer noch da oben. Spawn unten. Naja. Immerhin mit dem Dings getroffen. Nächster bitte. Wo ist er? Ja! Letzter Tod. So. Mistkerl, ey. Kommen wir zu dir. Kann ich hier nicht treffen. Spiel ist halt wieder geil. So. Der ist tot. Jetzt holen wir uns noch die Truhe. Ich meinte aber eigentlich den, Ketten. Kraftarmband. Danke sehr. Da brauche ich ein paar von. Weiß immer noch nicht, wie viel. 100? Wahrscheinlich. Zu der Truhe kommen wir gleich. Ich weiß sowieso, was da drin ist. Lol. Ja, geil. Halt nicht.
Dann halt Arsch lecken. So, Blinky Boy, gib uns den Greifhaken. Oder Enterhaken. Ne, Greifhaken. Greifhaken, Enterhaken? Keine Ahnung. Ich glaube Enterhaken. Der Enterhaken. Ich kann mich ranziehen an etwas. Halte den Knopf, auf den du ihn gelegt hast, gedrückt zum Zielen. Lass ihn los, feuerst du den Haken ab. Ja. Ah, da passiert nichts. Das bedeutet, ich muss jetzt das erstmal zeigen. Ach, okay. Das kann sein. Aber abgesehen davon, dass ich... Oh Gott. Natürlich niemals vernünftig treffe. Ach, man kann immer nur sich auch an diese Dinger ranziehen, sehe ich das richtig? Na. Okay. Das ist schlecht. Nee, oder? Das glaube ich nicht. Man kann sich überall ranziehen. Nee, man kann sich nicht überall ranziehen. Okay, bedeutet da, wo wir hin wollten mit dem Greifhaken, die zwei Inseln, die ich natürlich nicht mehr weiß, wo sie sind. Aber das finde ich schon raus. Oben rechts und oben links oder so, glaube ich. Die... Oh Gott, das wird hart. Da muss irgendwo so eine Scheibe sein. Tschüss, Leute, ich habe zu tun. Ich habe keine Zeit für euch. So, wie komme ich da rüber? Das ist eine gute Frage. Also klar kann ich dahin, aber... Und dann? Geht das so weit? Nee, geht nicht so weit. Jetzt hätte ich schon Bling Bling gehört. Nee, so weit geht das doch nicht. Rübersliden oder was? Denke ich. Ich komme! Ich schaff das, alles kein Problem. So. Gibt's wieder neuen Shit. Und die Stiefelchen an. Ich hab doch wie immer kein fucking Timer gestellt. 10 Minuten. Mal wieder wahrscheinlich. Okay, ich weiß nicht, wie weit ich komme, wenn ich ehrlich bin. Okay, nicht so weit. Hä? Nur bis hier, oder was? Oh, Junge, bleib doch mal geschmeidig. Das wollte ich genau. Boah, das wird auch noch ein bisschen fricklig mit der Steuerung. Bisher habe ich tatsächlich echt Glück, dass der da irgendwie hängen bleibt. Wäre cool, wenn das so eine Auto, so eine Einrastfunktion hätte. So jetzt zum Beispiel wäre das mal nicht schlecht. So, vielleicht besser. Ja, 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 sehr gut. Okay, und weiter hoch, natürlich. Zack! Nein, nicht runter. Hoch! Zack. Ach Mann, ich hasse dieses Rumgewechsel! Mann, ey! Das ist echt nervig. Okay, rein theoretisch müsste ich mich da ranziehen. Jetzt soll ich da drauf schießen oder was? Netter Freund. Die Steinstatue, die den Ausgang verschleiert, sieht furchtbar schwer aus. Um sie bewegen zu können, musst du schon so schwer sein wie der Dekobaum. Okay. Was bringt mir das dann?
Warum kann ich mich darüber ziehen? Frage ich mich. Also welchen Vorteil habe ich bis jetzt? Rein theoretisch. Ich komme höher? Vielleicht nicht mal. Hä? Ich verstehe es nicht. Was kann ich jetzt damit machen? Ich kann mich daran ziehen. Toll. Und dann? Okay, ich kann jetzt... Oh, geh mir doch nicht auf den Sack mit dem falschen Knopf. Ich kann jetzt da hoch. So. So, das hilft mir jetzt wie? Ich komme da nicht hoch. Ich muss den Typen rausholen. Nur wie hole ich den da raus? Was meint er mit so schwer wie der Dekobaum? Muss ich vielleicht... Moment mal. So? Alter! Muss mich ja nicht gleich erschlagen. Makoto, da bin ich! So, was gibt's? 10 Rubine. Geil! Glücksamulett! Bestes Item überhaupt! Ja! Ich komme da vorerst nicht rauf. Allerdings ist es möglich. Wir versuchen es mal. Auch wenn ich auch einfach jetzt runterspringen könnte mit dem. Will ich mal gucken, was passiert, wenn ich da hochfliege. Gibt es hier irgendwas? Also hier gibt es noch Truhen. Hier ist so ein Umklappding. Komme ich von außen? Komme ich hier irgendwie ran? Kommt von da irgendwie dran wahrscheinlich. Also gibt noch irgendwelche Truhen, Türen, whatever, wie ich da dran komme. Link kommt da natürlich nicht ran. Ja, gut. Mir doch egal. Ich komme dann da jetzt runter. Nein! Ich bin rausgetappt! Ah! So. Oh fuck, ich hätte ja direkt das Ding hier machen können. Oh, und ich das Einzige, was ich weglege, ist natürlich das, was ich brauche. Das ist so typisch. So. Ah. Ich möchte die Tempel endlich hinter mir haben. Bitte. Schneller. So. Lauf, kleiner Vetter. Makoto. Mach die Dinger da rein. Ich wette, ich fall jetzt gleich durch, oder? Ich muss ja durchfallen eigentlich. Ja, tschüss Link, würde ich sagen. Ist nicht so smart, aber ist mir jetzt egal. Ach so. Hui, Link bewegt sich. Was? Das war's? Ah, ich muss das abpassen. Okay, dann gehen wir erstmal darüber. Von hier aus kann ich ja allen möglichen Scheiß machen. So. Ja, ich muss springen. Irgendwie. Geht das von hier? Hui.
Ich kurz hier hin. Los, Wind! Hui. So. Zack. Da bin ich wieder. Makoto, wie lief's? Oh, diese Dinger, Alter. Können die nicht einfach verrecken? Alle. Ausnahmslos. Ja, komm uns wenigstens runter. Da. In der Luft weggehauen. So, was gibt's? Wieder 10 Rubine. Ich habe nicht einmal 10 Rubine bekommen, jedes Mal sage ich das. Glücksamulette. Ja, wir müssen irgendwann mal in die komische Stadt. Ich weiß. Die Sachen abgeben. Ich habe absolut keine Magie bekommen. Brauche ich das? Brauche ich Magie? Jo, ich brauche Magie. Ich nimm einfach Makoto. Klappt das? Da komme ich nicht hin, ne? Da muss ich rüber. Da gibt's vielleicht... Oder ich gehe da direkt rüber. Ich muss da direkt eigentlich hin. Ja, was denn? Flieg doch! Junge! Alter, so nutzlos der Wichser, ne? So. Jetzt muss ich mich erstmal wieder aufpumpen. Oh Gott, wehe, das war's an. Ach Gott sei Dank. Müsste schon fast reichen. Aber gehen wir mal auf Nummer sicher. Und vor allem muss ich den richtigen Weg erstmal rausfinden. Und wieder rauf. Okay, wir gucken mal, wo ist der Ausgang? Da gab's wie viele Ausgänge? 1, 2, 3, 4, 5, 12. Ich hab keine Ahnung. Okay, ich stelle mich mal hier hin. Und warte wieder auf den Windzug. Jetzt geht er da rein! Hat einfach nicht funktioniert. Ja, ich weiß, die Folge ist um. Das werde ich auch gleich alles checken. Alles gut. Kriegen wir hin. Wind. Hui! Hui? Okay, rechts. So. Da muss ich rüber. Geil. Bam. Direkt gegeben. So, Makoto, bevor ich dich jetzt hier vergesse, kommst du mir direkt auf den Dings. Auf den Kopf. Ja, spielt wieder die typische Rolle. Wir speichern. Sehr gut. Und beenden diese Folge. Wir sind durch. Ich auch. Ich darf jetzt schlafen gehen. Und nochmal irgendwie versuchen, was zu essen aufzutreiben. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war die Session war jetzt nicht allzu schlimm. Mit mir in gefühlter Trance, in einem Delirium. Naja. Ab nächstes Mal wird besser. Versprochen. Bis dahin aber. Wünsche euch noch einen schönen Tag und... Es ist immer noch Muttertag. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Muttertag mit eurer Familie. Ja, und sonst noch einen schönen Tag. Tschüssi.